Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von World of Tanks. Die Welt der Panzer. Ja. In der letzten Folge haben wir uns ja hier diesen kleinen schnuckligen Panzer ja zugelegt. Den Lux Tier 4. Vorher hatten wir ja den Panzer 2. Jetzt haben wir den Lux. Vorwiegend wird aber momentan auch noch bleiben unser Durchbruchswagen 2. Den wollen wir auf die nächste Stufe hochhauen. Sag ich mal so, 13.600 Forschungskosten. Kaufpreis von 205. Oh. Es tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht. Ich habe jetzt das Konto aber ordentlich geschrappt. Oh. Scheibenkleister. Okay. Dann werden wir gleich mal mit dem weitermachen. Oh. Ja. Okay. Dann geht's los. Jetzt erstmal auf die Klicke warten. Ja, ich habe jetzt ein Problem gehabt. Und zwar konnten wir, muss ich jetzt leider diese Folge bzw. diesen Kampf in Erlenberg nachsynchronisieren. Deswegen nur als kleine Randinformation, ich kann diesen Game Sound nicht ausstrahlen, weil, naja, wie man nachher sieht, schön auf der rechten Seite, hier sieht man schon Shadowman, The Shadowman 58, Entschuldigung, der hat andauernd sein Mikro offen und ja, und das auch bei sich dann auch über Lautsprecher laufen, nicht über das Headset. Da ist das Problem, dass er Musik noch währenddessen gespielt hat, was nicht ganz so problematisch gewesen wäre. Aber meine Stimme ist da doppelt zu hören und im Nachhinein wird auch noch ein Hund kläffen. Deswegen habe ich mich jetzt hier entschieden, diese Sequenz von diesem Kampf nachzusynchronisieren. Ich finde es schade, dass man das, oder dass ich das so machen musste. Es war aber nicht annehmbar. Also das, die letzten 3 Minuten kläffte wirklich durchgehend ein Hund und das ging einfach nicht. Und deswegen synchronisiere ich jetzt nach. In weiteren Folgen werde ich rausgefunden haben, kleiner Spoiler, wie man die den Voice Chat von anderen mutet. Ja, also wir fahren jetzt hier, oder wir spielen jetzt auf der Map Erlenberg. Da habe ich jetzt schon mal einen entdeckt, den, ja, den kriege ich jetzt nicht. Da ist noch ein mittlerer Panzer. Zack, und ein noch. Jetzt schießt er auf mich. Komm. So. Und weg ist er. Der ist auch weg. Ja, da an den komme ich nicht ran. Da ein leichter Panzer. Er hatte mich aufgespürt. Keiner Scheiß. Ja. Und vorhalten und hinten noch getroffen und weg ist er. Das ist der zweite Abschuss. So, da wird jetzt der markiert. Und ja, noch ein Stück. Ich muss hier über die Kuppe rüber. Und da ist er. Ah, drüber.
Ah, nicht getroffen. Und Bams. Und. Zack, von einem anderen abgeschossen. Was noch eine? Ui. Dritte. Das war ein leichter, glaube ich. Ach, da wollte ich den und da ist er weg. Scheiße. Okay, weiter vorrücken. Da ist der nächste. Der steht hinter den Häusern, da komme ich nicht ran. Aber. Da ist er weg. Ja. Noch wir ein Stück vorrücken. Mal gucken, ob da irgendwelche Feinde lauern. Wie man sieht, ich nehme das ja auch auf. Also über ein Live-Let's Play. Daher werde ich durch einen Kommentar später auch noch erfahren, wie ich das muten kann. Was für mich eine große Erleichterung ist. Weil das war hier schon sehr nervenaufreibend, andauernd mit dem Gekläffe von dem Hund. Oder halt Leute, die. Das, komischerweise sind es meistens die russischen Mitspieler, die ein Standmikro vor dem PC stehen haben und dann über Lautsprecher, also den Ton vom Spiel laufen lassen. Und dann ist andauernd das Mikro offen und dann haben sie auch noch Musik noch nebenbei laufen gerne. Ja, das ist manchmal ziemlich nervig. Ich will nicht sagen, dass die generell so sind, aber es tritt vermehrt so auf. Also, wenn ein deutscher Spieler ist, der hat meistens ein Headset auf und so kann man dann auch besser kommunizieren. Weil dann nicht andauernd das Mikro offen ist oder beziehungsweise ja irgendwas noch nebenbei herdudelt beziehungsweise man dann auch nicht seine eigenen Worte doppelt beziehungsweise dreifach hört. Ob ich die Basis noch kriege. Wir werden sehen. Habe ich es versucht? Da ist eine Ari. Knapp verfehlt. Werde ich von rechts beschossen. Da ist ein mittlerer. Scheiße. Jetzt ist er weg. Und da von links schießt auch noch einer. Den ich jetzt auch nicht sehe. Ist. Und. Ah. Weg. Scheiße. Okay, das war's mit der Folge. Alter, was war denn das, bitteschön? Ah, das war doch eben. Ach du meine Güte. Sowas liebe ich ja. Kostet nix. Ach, weil wir die schon mal erforscht haben. Stimmt. Ah, und da geht's zum Leopard. Wunderbar. Und los geht's bei der. Es macht ja so Spaß, ne? Aber wenn da andauernd ein Hund dann da mit reinkläfft, ne? Oder
da irgendwelche Musik denn noch im Hintergrund läuft und man sich selber doppelt und dreifach hört. Also da, Freunde, also das ist ja... Was soll man da machen? Da kann man nur noch Hilfe schreien. Damit ihr hier das Spiel nicht doppelt hört, mache ich ja hier auch den kompletten Spielsound übers Headset. Ne, damit ihr jetzt hier nicht das alles zugedröhnt kriegt, hier so doppelt und dreifach. Das war ja auch das Blöde, wo wir... Ja... The Last of Us gespielt hatten. Ja. So, in Ruinberg. So. Wir starten auf der rechten Seite. Von der Karte. Oh, von der unteren Kartenseite. Ich spreche nicht Russisch, ich spreche Deutsch. Wer gehört mir das? Es sind Feinde in der Gegend. Entweder zerstören wir sie alle oder nehmen ihre Basis ein. Los geht's. Dann kommt Danke. Dann kommt Danke. Ich hab keine Ahnung. Geht ко мне. Не поеду. А почему? Потому что ты не умеешь играть. Ты едешь не туда. Я знаю. Хорошо, что ты Артур, знаешь. Работайте. Und der Headset fährt... Ah ne, das ist... Ein Stück 3. Спасай меня! Nicht so laut, bitte. Артур, das... работайте. Das überschreit sich hier alles gerade. Ein bisschen den Pegel runter, das wäre nett. Eieieiei. Das dröhnt immer so auf dem Ohr. Die haben einen unserer Panzer zerstört. Sie haben uns entdeckt. Jo, das war's. Ach, meine Güte. So ein Mist aber auch. Na, ein oder zwei Spiele können wir noch. Jo, der der Durchbruchswagen ist wieder da. Im Wadi. Ja, bei den Pyramiden in der Wüste.
Tut mir leid. Ich muss jetzt eben noch mal was trinken. So. Warte, ich bin wieder der Größte hier. Ach man, der Einzige mit dem mit dem schweren. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass es jetzt. Das ist ein Hetzer. Das gibt's nicht, oder? Der Gegner erobert die Basis. Es tut mir so leid. Meine Fresse. Ich räume da erstmal ein bisschen auf, damit ich überhaupt an den rankomme. Und fertig. Schön. Was zum. Alter, der kriegt er da ordentlich eins auf den Sack. Ne? Diesen Bereich fokussieren! Ja.
Alter, wo schießt er denn hin? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Hä? Wollte mich nicht wundern oder so, ne? So, noch drei. Da waren es nur zwei. Geladen! Leg los! Auf geht's! Nur noch eine Ari. Und gewonnen. Wunderbar, schönes Ding. Der Sieg ist unser. Und wir haben mal bis zum Ende durchgehalten. Schön. Ah, das geht. Und zur Garage und mit der Rückkehr in die Garage sag ich für diese Folge danke, dass ihr dabei wart. Und in diesem Sinne, tschüss.